Nachdem wir nun einfache Layouts uns angeschaut haben, wollen wir uns beschäftigen mit den einzelnen UI-Komponenten, also Labels, Buttons, Sliders, Switches und was es da nicht noch alles gibt. Und dann fangen wir doch hier ein neues Kapitel an und werden uns mit einem UI-Label und den Outlets beschäftigen. Also schnell ein neues Projekt erzeugt. Wir wollen wieder eine iOS Single View Application haben. Und wir haben dann hier ein Beispiel. Und dann benennen wir es doch so wie die erste Komponente, mit der wir arbeiten. UI Label. Also, das soll dann hier alles sein und wir legen das ab im Udemy Einsteiger und da haben wir Projekte Kapitel 3 und genau hier wird es landen. Ja, und wir gönnen uns natürlich einen vollen Bildschirm und gehen in unser Storyboard herein, in unser Main Storyboard und wollen mal schauen, ob wir hier jetzt auch ein Label auf unserem View-Controller platzieren können. Dazu können wir hier in der Werkzeugleiste auf der rechten Seite wieder suchen, bis wir etwas finden wie ein Label. Oder wir könnten natürlich auch hier unten eine Suche eintippen, einfach Label. Und ihr seht, die Menge dünnt sich gleich ein auf die Komponente, die dann da zu dem Filter, zu der Filterbedingung passt. Also wesentlich komfortabler. Ja, dann ziehen wir uns mit Drag und Drop doch so ein UI-Label einmal hier hinein. Und ihr seht übrigens hier auf meinem Storyboard so verschiedene Linien. Und es kann sein, dass die bei euch so noch nicht auftauchen. Und das hängt von verschiedenen Einstellungen ab, wie halt Xcode jemals beendet wurde. Und ihr könnt euch diese Linien erzeugen, wenn ihr hier oben auf Editor geht, Canvas. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen Show Layout Rectangles. Die könnt ihr ein- und ausschalten. Oder auch diese Bounce Rectangles. Und dann seht ihr schon eben nicht mehr die blauen Linien um das Label herum. Da das natürlich eine schöne Sache ist, die Bereiche auch zu sehen, habe ich das gerne aktiviert. Ihr seht jetzt wieder hier diese kleine feine blaue Linie. Und ich habe auch gerne aktiviert die Layout Rectangles, dass man also hier Positionen sieht, die Apple quasi vorgibt, um Elemente schon mal ideal zu positionieren. Also das nur für die, die das interessiert, auch diese Hilfslinien permanent zu sehen, lässt sich über das Editor Canvas Menü frei anpassen. Ja, nun haben wir hier doch mal ein Label hereingezogen. Und wie war das so schön vor, was weiß ich, ja fast 40 Jahren, nicht Cunningham and Ritchie, als die Programmiersprache C sich so mehr und mehr durchsetzte, dann stand doch da, wenn man es denn schafft, ein Hello World auf dem Bildschirm auszugeben, hat man doch die Sprache schon so gut wie verstanden. Also wollen wir auch hier mal Hello World Ausrufezeichen als Text schreiben und drücken Return. Ja. Und jetzt sehen wir natürlich schon etwas. Man könnte fast sagen, Sie sehen, dass Sie nicht sehen. Denn der Text, den ich hier über den Attributinspektor zu unserem Label vergeben habe, der wird hier jetzt gar nicht dargestellt komplett. Ein hell Punkt, Punkt, Punkt ist das Einzige, was uns da bleibt. Also ziehen wir unseren Label mal auf. Und wir wissen ja sogar des Weiteren noch, dass wir auch über Auto-Constraints unsere Elemente positionieren sollten. Also, was wollen wir denn mit diesem Label erreichen? Wir wollen erreichen, dass er hier oben steht und vom linken quasi bis zum rechten Bildschirmrand sich ausdehnt. Dann könnte man auch hier so mit markieren und festhalten, die Sache einfach aufziehen.
Aber so wie wir das Kapitel 2 beendet haben mit dem Ausblick in die Auto-Layout-Constraints, in dem Moment, wo ich keine Constraints vergebe, ist natürlich unser Label nicht auf jedem Gerät zwischen dem linken und rechten Rand jetzt komplett in der Größe gesetzt. Ja, klingt kompliziert, das ist es auch. Ich überlege gerade, wie ich euch das am besten demonstriere. Lasst uns doch diesen Label einmal anklicken und im Attributinspektor geben wir jetzt diesem Label eine Hintergrundfarbe, weil weiß auf weiß ist immer ein recht schlechtes Kontrastverhältnis. So, machen wir das Ding doch mal orange. Jetzt sehen wir also unseren Label, den wir uns aufgezogen haben, von der linken bis zur rechten Hilfslinie. Und jetzt wisst ihr schon, wie wir uns anschauen können, wie das denn auf einem größeren Gerät aussieht, beispielsweise einem iPad. Das können wir, indem wir den Assistant Editor öffnen, indem wir dann hier klicken und auf Preview vom Storyboard gehen. Und wenn wir dann sagen, ja, wir wollen aber kein iPhone 7 Portrait, wir wollen es vielleicht mal rumdrehen, also Landscape uns betrachten, ja, und dann fällt schon auf, verflixt nochmal, dieser Label, der ist ja wirklich nur so groß, wie eben jetzt von diesen Display-Rendern angegeben. Also wir können ja mal nachschauen im Size-Inspektor eine Breite von 343 Punkt, die wir haben. Ja, und breiter wird er nicht. Wird also komisch aussehen, wenn wir unser iPhone querlegen und wird komisch aussehen, wenn wir das auf einer größeren, auf einem größeren Gerät, wie zum Beispiel einem Tablet, ausführen. Also klar, solange ihr keine Auto-Layout-Constraints vergebt, werden quasi die Maße, die wir hier im Storyboard in der aktuellen Ansicht, das heißt für das aktuelle Gerät uns gewählt haben und damit zeichnen und damit hier absolute Größen- und Positionsangaben haben, diese Werte werden dann übernommen, zur Laufzeit quasi in echte harte Constraints umgewandelt, die aber dann eine fixe Position und eine fixe Höhe und eine fixe Breite haben. Das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt, dass unser Label hier sich positioniert oben am Bildschirmrand und zwischen dem linken und rechten Rand jeweils vom Gerät. Also hier auf unseren Constraints-Bildschirm geklickt. Und jetzt brauchen wir hier nur die Vorgaben quasi bestätigen, indem wir sagen Nullpunkt von oben. Und schaut mal hier, da sind diese kleinen roten Brücken. Ich klicke die jetzt an, dann werden die dick und rot. Und damit haben wir jetzt drei Constraints. Unser Label soll am oberen Bildschirmrand Nullpunkt und vom linken und rechten Rand jeweils 16 Punkt entfernt sein, egal wie groß oder klein unser Gerät später ist. Es ist ja ein Auto-Layout-Constraint. Und dann können wir hier diese drei Constraints, die wir jetzt aktiviert haben, auch erzeugen lassen. Und in dem Moment erst tauchen hier Constraints auf. Und jetzt wollen wir es natürlich probieren. Wozu wissen wir es denn? Und ja, ich mache das schon absichtlich, euch immer wieder mal hier diesen Assistant Editor mit dem Preview zeigen. Gewöhnt euch dran. Umso professioneller, schneller, schöner könnt ihr nämlich eure Screens und Zellen, die ihr später hauptsächlich machen werdet, designen. Ja, und dann drehen wir es mal rum. Und in der Tat, jetzt ist unser Label vom rechten bis zum linken Rand, egal auf welchem Gerät, ob wir es nun querlegen oder ob wir ein iPad hätten oder ob wir ein schmäleres iPhone hätten, ein Vierer, ein Fünfer, dann wäre es eben auch nur so breit wie eben das Gerät, minus 16 links, minus 16 rechts und 0 von oben. Also wir haben jetzt mal einen Label positioniert, aber noch nicht allzu viel zum Label selber gesagt. Das fällt mir auch auf. Aber nun ja, ist ja ein Kurs. Wir wollen ja alle gemeinsam was lernen. Dann machen wir eben im nächsten Video mit unserem UI-Label weiter.